Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Yu-Gi-Oh!-Fans da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum ersten Duell vom Meta Cup 2023 und es tritt an Labyrinth gegen Swordsoul. Hier ist auch schon der erste Würfelwurf gefallen, das heißt Swordsoul mit einer 4 hier und Labyrinth mit einer 2. Das heißt, Swordsoul wird hier vermutlich beginnen. Ich blende wie immer die Starthände ein und natürlich, welcher Turnplayer dran ist und wie es mit den Lifepoints aussieht, damit ihr hier den Überblick habt und wir erwähnen hier schon mal die ersten Sachen, die wichtig von der Starthand her sind. Wir haben hier bei Labyrinth haben wir ein Gozen-Match, eine Silver, einen Topf auf Extravaganz, einen Lava-Golem und einen Big Welcome. Und Swordsoul startet hier ohne Moji, das heißt mit einem Finsternis-Tenji, mit einem Light-Tenji, einem Long, einer Tactics und einer Imperm. Auch keine unsolide Hand, aber leider ohne Moji. Das heißt, wir müssen hier anders in die Kombo reinkommen. Das heißt, wir locken uns hier direkt auf Würm, um die Möglichkeit haben, unseren Chichao rauszuholen, weil wir dann ein Stufe 7 Würmmonster haben und ein Stufe 1 Würm-Tuner haben. Hier kommt da darauf Spielfeld. Wir sind, wie gesagt, ja durch den Ashura sind wir auf Würm gelockt. Und hier kommt das erste Bossmonster von Swordsoul. Chichao, der hier gleichzeitig ein Searcher ist und eine On-Field-Negation, die Monster targetet. Problem an der Sache ist es natürlich nicht sonderlich stark gegen Labyrinth, weil die Silver protected ist und sie gegebenenfalls Traps anschauen können, wie Big Welcome, die erst Monster rausholen. Das Monster, was getargetet wurde, bounced. Das heißt, hier ist es natürlich nicht so stark. Aber hier wird sich sofort mit Swordsoul die Trap gesucht, die natürlich amazing gegen Labyrinth ist, weil man theoretisch zwei Backrows poppen kann, also zwei Traps, bevor sie überhaupt alive sind. Dann geht es in eine beliebige Synchro 10 noch. Jetzt ist die Frage, gehen wir für den Burner oder gehen wir für den Banisher? Wir gehen hier für den Burner. Die Karte erlaubt uns quasi für 1200, also wenn der Gegner eine Spell aktiviert, 1200 Points zu drücken, den Gegner. Und die Karte zu banishen oder wenn der Gegner eine Special Summon macht, das Monster zu banishen und 1200 zu burnen. Das heißt, Labyrinth kriegt ja schon mal 1200 Burn durch Long und es werden zwei Karten gesettet und es wird gepasst. In der Hand des Wurzelspielers hier noch eine Tactics und ein Licht-Tenji, der hier recycelt wurde. Und natürlich startet Labyrinth hier mit Pot of Extravagance, der jetzt gebanished werden könnte, aber ich denke, der Wurzelspieler möchte hier ganz gerne auf einen Labyrinth oder einen Welcome warten, also auf ein Big Welcome oder auf ein Welcome Labyrinth, weil das ist, tut natürlich so doll weh, wenn die Karten gebanished sind. Aber hier kommt auch schon der Lava Golem und nimmt den Chichao und das andere Bossmonster von Swordsoul raus. Dadurch ist unsere Blackout leider auch tot, weil wir dafür ein Wärmemonster tributieren müssen. Das heißt, das gesamte Board von Swordsoul wurde hier, die drei Interruptions, die wir haben, beziehungsweise vier, wurden hier komplett durch Lava Golem rausgenommen, weil wir kein Würmmonster mehr tributieren können. Und Jijao hier natürlich weg ist, so wie der andere Synchro-Zähner. Hier wird einmal Kuckuck so aktiviert, dass wir eine Trap alive haben, aber nur, wenn wir einen Unterwäldler kontrollieren. Da kommt die Lady hinterher, die jetzt natürlich die Kuckuck so live gemacht hat. Das heißt, wir können hier eine Trap in der Runde des Gegners aktivieren, was natürlich sehr, sehr stark ist. Und hier kommt Chainlead 1, das Big Welcome, die Silbercastle, also die Lady wird angechained. Und wir dürfen hier direkt aus dem Deck eine beliebige Feinkarte aus dem Deck setzen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das zu broken findet, dass wir eine beliebige Trap da raussetzen dürfen. Hier kommt der Ausrottungsvirus, der wahrscheinlich die Spelltraps des Gegners entsorgen möchte. Und eine Lady kommt aufs Board. Wir bouncen unsere andere Lady wieder. Und die Liebliche darf jetzt quasi in der neuen Chain eine Karte auf dem Feld poppen. Und Big Welcome ist hier im Friedhof. Wir entscheiden uns an der Stelle hier zu schießen. Jetzt überlegt der Swordsoul-Spieler, ob er seine Imperm unchainen möchte oder nicht. Er möchte es nicht tun. Es wird getroffen, das Blackout, das heißt, Imperm ist noch set. Schwierige Entscheidung auf jeden Fall, weil der Labyrinth-Spieler natürlich seine Trap schon verbraucht hat. Es wird das Big Welcome wieder recycelt und wir haben hier Full 5 Set und die Lovely auf dem Board. Der Lava-Golem wird hier an der Stelle umgetaggt. Hier wird nochmal gelesen, ob man den wirklich in ATK bzw. Death beschwören darf.
Auf jeden Fall sehr, sehr schön gespielt hier. Das sieht nicht gut aus. Wir wissen hier beim Labyrinth-Spieler, dass ein Big Welcome Set ist, eine Welcome Set, ein Gozen Match und ein Ausrottungsvirus. Also es sieht gar unmöglich aus. Der Swordsoul-Spieler topdeckt hier an der Stelle. Anscheinend noch ein Imperm. Auf jeden Fall habe ich da eine Trap gesehen. Hier wird der Licht-Tenji nochmal rausgespecialt. Und es kommt das Gozen-Match. Das heißt, wir sind in Swordsoul hier auf Light gelockt. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir haben kein anderes Light-Monster außer Chijawa im Extra-Deck. Aber wir dürfen nicht in unser Link 1 gehen, weil wir wollen natürlich unseren Tenji wieder im Grave haben, dass wir aus dem Deck specialen können. Und der Swordsoul-Spieler muss hier passen. Seine Hand an der Stelle hier, noch eine weitere Imperm und eine Tactics. Frage ich mich an der Stelle hier, warum die Imperm nicht nochmal gesetzt wurde, aber wahrscheinlich, falls man den Turn überlebt oder so, dass man noch gegebenenfalls hier Sachen negieren kann, wie die Lovely, wenn die eine Handkarte rippen möchte, weil man wahrscheinlich davon ausgeht, dass hier der Light Tenji nicht überlebt. Es wird hier ein Big Welcome aktiviert. Da hat der Swordsoul-Spieler natürlich kein Response. Und es wird ein weiteres Welcome angechained. Auf Monster-Effekte darf man eh nicht reagieren, also auch mit Monstern auf die fallen, weil die Lovely das sagt. Aber hier kommt eine Imperm und die ist natürlich extrem stark auf die Lovely, weil sie gleichzeitig die Lovely negiert, die eine Karte poppen könnte, so wie das Welcome. Das heißt, es kommt hier nur das Big Welcome durch. Aber hier kommt noch ein Chain-Lead und zwar die Silver. Das heißt, wir haben hier Big Welcome 1, Welcome 2, Imperm 3 zum Negieren von Lovely. Und zum Negieren von der Welcome, weil sie in derselben Spalte liegt. Und Chainglied 4 dann die Silver. Das heißt, das Einzige, was hier resolved, ist die Special Summon aus dem Deck. Und es wird die Lovely wieder auf die, es wird die Silver wieder auf die Hand genommen. Die Imperm war natürlich sehr, sehr gut gesetzt, aber ich denke, das reicht hier nicht. Wir haben hier noch Gozen Match als Problem für Swordsoul. Wir haben hier zu viele Sachen, die zu viel kaputt machen. Es muss eine Mojie getopdeckt werden, damit man überhaupt spielen kann. Und selbst dann muss man ein Wassermonster als Synchro-Beschwörung beschwören. Ich denke, das sieht nicht gut aus an der Stelle. Es wird hier nochmal Plus gemacht mit Ariane. Das heißt, Labyrinth baut seinen Kartenvorteil hier auf jeden Fall aus. Und Swordsoul kann einfach nur zugucken, wie die Ressourcen weggehen, wie der Lock da ist. Alles sehr, sehr viele Sachen, die hier gegen Swordsoul sprechen. Gozen Match, eine sehr, sehr starke Karte in der Meta aktuell. Zum Meta Cup nochmal angemerkt, es dürfen die Main Decks nicht geändert werden, nachdem sie einmal stehen. Das ist hier ganz relevant. Wenn ihr wollt, dass die Decklisten eingeblendet werden am Anfang, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich denke, das werde ich beim nächsten Live-Duell anstreben. Dann würden am Anfang des Duells nochmal die Decklisten hier eingeblendet werden. Ansonsten kommt ein separates Deckprofil für jeden Gewinner der Runde. Hier kommt nochmal ein Discard mit Port of Extravagance, der hier nicht aktiviert wurde. Anscheinend möchte man sein Extra-Deckmonster behalten. Und hier kommt die Kuckucksuhr nochmal aufs Board, die natürlich, wenn sie auf der Hand gewesen hätte, nochmal eine Trap Alive machen können. Aber ich denke, dass wir diesen Turn gar nicht haben. Und es wird hier umgestiefelt und es wird mit Ariane nochmal direkt angegriffen für 1-6. Und der Game sieht sie wie folgendermaßen aus. Hier ist noch auf jeden Fall eine Imperm-Set und hier ist ein Ausrottungsvirus-Set. Das sieht nicht gut aus. Es geht in die Draw-Phase von Swordsoul. Und hier ein Top-Deck von Swordsoul, eine Fusion Destiny, wie ich hier gerade sehe. Sehr, sehr interessant. In Swordsoul. Natürlich kann man mit Ecclesia Kate die Karten quasi recyceln, aber hier kommt das Big Welcome. Die Lady wird gechained, das heißt, wir specialen hier aus dem Deck. Es wird gebounced. Vermute ich mal die Uhr, zumindest würde ich das an der Stelle so machen. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Trigger-Effekte. Die Lady kann eine Karte zerstören, sehr, sehr viele Sachen. Jetzt kommen die Chainglieder. Chainglied 1 ist hier an der Stelle die Lovely zum Handzerstören, weil ja nichts auf dem Feld ist. Chainglied 2 ist hier die Ariane zum Suchen. So, Labyrinth hier gefühlt schon fast ein Combo-Deck. Dann kommt der Ausrottungsvirus Cost. Sind die Lovely hier auf Chainglied 3 quasi?
Und die Silver wird hier natürlich auch noch gechained. Das heißt, wir setzen jetzt quasi eine Trap aus dem Deck. Dann zerstören wir den Gegner alle seine Spells. Es wurde hier an der Stelle Spells gecallt. Und dann zerstören wir noch eine Handkarte von der Hand des Gegners. Das sieht hier sehr schwer aus. Das heißt, hier gehen die Spells weg. Die Impen würde ich ja auch noch verlassen. Aber an der Stelle wird natürlich von Swordsoul gescoopt, weil da kommt man einfach nicht rein. Was soll hier für ein Top-Deck kommen? Eine Taya bringt nichts. Es sind so viele Interruptions draußen. Taya kann den Token nicht holen, weil, wie wir wissen, ist das Wurzel-Token an der Stelle hier Wasser. Das heißt, die erste Runde geht hier an Labyrinth. Sehr, sehr verdient auf jeden Fall. Der Lava-Golem war hier auf jeden Fall das Karten-Highlight, würde ich einfach mal so sagen. Die Karte, die das Game wirklich gemacht hat, weil Wurzel kein Board mehr hatte und Labyrinth einfach munter seine Traps durchsetzen konnte. Und ja, dann gehen wir in die Runde 2. Es wird hier an der Stelle gesided. Ja, liebe Leute, da sind wir in Runde 2 Labyrinth gegen Swordsoul. Swordsoul hat sich an der Stelle entschieden, hier Going First wieder zu gehen. Und Swordsoul hat sich auch dazu entschieden, hier einige Karten zu siden natürlich. So wie Labyrinth, und das Siden ist hier an der Stelle rausgegangen, weil wir tatsächlich hier Siden 1 Minute 32 gehabt haben. Und das ist definitiv zu lange, um euch hier nicht die Aufmerksamkeitsspanne wegzunehmen. Und Swordsoul startet hier wieder an der Stelle. Wie gesagt, starten, der blende ich hier auf jeden Fall wieder ein. Und wir gucken diesmal, dass wir natürlich möglichst ein sehr, sehr gutes Endboard rausbekommen. Wie gesagt, der Wyrmlock war sehr, sehr stark. Eine Baroness wäre auf jeden Fall sehr gut gewesen, aber der Lava-Golem hat den guten Job gemacht. Und wir starten hier mit Auftauchen, um uns eine beliebige Swordsoul-Karte zu suchen. Beziehungsweise Monster. So. Und wenn wir so ein Chrom-Monster kontrollieren, dürfen wir hier an der Stelle sogar irgendein beliebiges Würmonster suchen. Eine sehr, sehr starke Karte. Hier kommt der Add to the Hand of Long. Ich bin gespannt, was hier weiterhin läuft. Es wird hier Kuckucksuhr angechained. Und auf Resolve von Kuckucksuhr kommt dann der Shikard und discardet hier quasi einmal die Field Spell von Labyrinth. Das heißt, wir haben hier Turn Zero Plays mit Big Welcome, was natürlich sehr, sehr stark ist, dass Labyrinth das einfach durchsetzen kann hier. Sehr, sehr stark. Aber natürlich hat hier Labyrinth minus 3 erstmal gemacht, um diesen Play auszuführen. Das heißt, wir haben hier an der Stelle nur noch 2 Handkarten. Und der Field Spell ist natürlich ein Discard, den man nicht unbedingt immer machen möchte. Und die Uhr kommt hier natürlich wieder, weil natürlich durch Shikard eine Karte gediscardet wurde, um den Effekt eines Labyrinth-Monsters zu aktivieren. Und hier kommt direkt der Long-Effekt und wir discarden eine Vishuda. Das heißt, hier soll möglichst Safe-Play gemacht werden. Hier kommt direkt das Big Welcome. Dann war es auf jeden Fall richtig, dass man sich hier für den Play entschieden hat. Vermutlich hatte man schon ein enormes Summon auf der Hand. Vermutlich hat man hier schon Moji oder Taya auf der Hand. Um natürlich hier seine Sachen durchzubekommen und erstmal die Sachen rauszuballern. Jetzt kommt hier natürlich die Lovely und recycelt hier quasi wieder. Der Shikard triggert, weil durch ein Monster durch The Trap das Spielfeld verlassen hat. Die Lovely schießt hier den Token weg. Schreibt es mal gerne in die Kommentare unter euch Swordsoul-Main-Spielern, was hier relevanter gewesen ist, den Token zu nehmen oder den Long zu nehmen. Und die Lady liegt hier natürlich auf dem Board. Hier wird natürlich erstmal die Spell gebanished und ein Token kommt. Man könnte an der Stelle jetzt hier für Yasi-Plays gehen, was vielleicht sogar relevanter gewesen ist, wenn man noch ein Würmmonster in der Hand hat, um noch Moji aus dem Deck zu specialen und die Lovely quasi schon zu entfernen. Aber hier ist natürlich die große Frage, was geht man hier? Und hier kommt schon der Chichao. Man legt die Taya weg. Und der Chichao hier sucht natürlich wieder eine Karte. Man hätte hier natürlich auch noch in die Baroness gehen können, aber man erscheint hier unbedingt wieder das Blackout haben zu wollen, was natürlich sehr, sehr stark gegen Labyrinth ist, weil wenn man es schafft, hier jetzt quasi mehrere Bossmonster rauszubekommen, das heißt mehrere Würmmonster, ist das Board auch hier quasi durch Lava-Golem beschützt und ich denke, man hat hier Angst vor dem Lava-Golem und scheidet sich deswegen hier für den Jijao-Play, muss man natürlich auch immer so berücksichtigen.
Na, wird es ein Blackout oder wird es ein weiterer? Ich glaube, an der Stelle haben wir nur die Möglichkeit, hier das Blackout zu suchen. Ach so, es wird natürlich erstmal gemillt durch Taya. Wir haben hier den Light Tenji gemillt. Das ist so der Standard-Mill, den man so rausholt. Man hätte hier an der Stelle, glaube ich, auch für den Baxia-Play gehen können. Das heißt, erstmal die Synchros haben wir in Baxia rein, hätte hier quasi die Moji gesendet und hätte man mit Baxia reborn können. Wenn hier noch ein weitere Swozu-Karte auf der Hand wäre. Dann kommt hier eine Tasking. Und das war, glaube ich, die große Überlegung, ob man hier mit Tasking die Blackout aus dem Deck setzt. Weil wir haben hier die Möglichkeit, irgendeine Karte aus dem Deck auf die Hand zu adden. Weil natürlich die Lovely bzw. der Chica noch auf dem Feld ist. Das heißt, Labyrinth wird hier für sein Turn Zero Play gepunished. Auf jeden Fall sehr, sehr amazing. Jetzt kommt natürlich die Frage, hat hier noch der Labyrinth-Spieler eine Ash auf der Hand? Aber ich denke, dann hätte die Auftauchen schon die Ash kassiert. Das heißt, hier wird sich aus dem Mund aus dem Deck gesetzt. Es wird überlegt, holt man sich jetzt die Tactics, guckt in die Hand vom Labyrinth-Spieler raus, nimmt noch die letzten Ressourcen raus oder zieht man nach oder hat man noch andere Möglichkeiten, was rauszuholen. An der Stelle wäre natürlich immer der Harpyien-Flederwisch auch hier eine gute Option gewesen. Die Karte wurde ja von Swordsword gesided oder eine Evenly. Aber wenn das Board natürlich voll ist, ist natürlich hier fraglich. Es wird sich hier für ein Draw 2 entschieden, um zu gucken, zieht man eine Ash oder irgendwas dergleichen. Und hier kommt Fusion Destiny. Es wurde mit Tactics in Fusion Destiny nachgezogen. Das heißt, wir haben hier Enforcer draußen, der natürlich hier auf jeden Fall poppen kann. Sehr, sehr clean gespielt. Man hätte sich hier an der Stelle auch direkt mit Tasking die Fusion Destiny setzen können, beziehungsweise aktivieren können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Beziehungsweise man hatte hier die Fusion Destiny obvious schon auf der Starthand. Sonst hätte man diesen Gimmick-Play wahrscheinlich nicht auf dem Zettel gehabt. Und hier werden natürlich die klassischen Teile gesendet und Fusion Destiny holt hier den Enforcer raus. War auf jeden Fall ein Risikoplay. Man hätte theoretisch hier mit Fusion Destiny bzw. mit Tactics auch in die Teile gehen können. Weil man hier sowieso keine Monster mehr beschwört, hätte man auch erst die Fusion Destiny aktivieren können und danach den Draw machen können. Hier kommt Enforcer, poppt die Lovely weg, Enforcer-Effekt. Er kommt in der Standby-Phase wieder. Auf jeden Fall sehr, sehr solide hier von Swordsoul. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, wenn der Lava-Golem kommt, wird er den Enforcer und den Xijiao rausnehmen. Und wir haben den Long noch für unseren Pop durch Blackout. Enforcer kommt hier an der Stelle wieder. Es kommt der Port of Extravaganz. Das heißt, wie hier wieder ein Plus 2 von Labyrinth. Sehr, sehr insane auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Board State für Swordzoll. Diesmal natürlich ohne Backup-Plan, zumindest das, was ich sehe. Außer, dass wir hier natürlich den Light Tenji im Grave haben. Und Labyrinth macht hier weiter Plus. Wir haben hier noch Schicker auf dem Feld, der natürlich wieder Labyrinth Monsterkarten setzen kann. Leider ist die Lovely hier an der Stelle jetzt im Grave. Das heißt, Labyrinth hat da ein kleines Problem. Big Welcome kann natürlich auch vom Friedhof holen, aber gerade auch der Bounce-Effekt von Big Welcome wäre hier natürlich sehr, sehr nice gewesen, um gewisse Sachen schon zu entsorgen, wie Xijiao und sowas. Aber wenn wir hier Normissa mit Ariane machen würden, hätten wir hier natürlich auch ein Out. Aber es kommt natürlich wieder der Lava-Golem. Der Port of Extravaganz muss ja am Anfang der Main Phase 1 aktiviert werden. Das heißt, wenn der Gegner hier jetzt eine Baroness gehabt hätte, der Swordsoul-Spieler, hätte er den zumindest negieren können, weil da muss man das beste Target nehmen, weil man Angst haben könnte, dass der Lava-Golem auf der Hand ist. Aber der Lava-Golem entsorgt hier den Enforcer, der natürlich sehr, sehr insane fürs Grind-Game ist, um immer wieder zu poppen und wiederzukommen. Und der Xijiao hier, der in der On-Field-Negation gewesen wäre, der natürlich die Ariane hätte negieren können. Der Labyrinth-Spieler überlegt hier so, ja, ich hatte hier den Lava-Golem, aber dadurch kann ich meine Ariane natürlich nicht holen, weil die Normissummon raus ist. Wurde hier nochmal korrigiert. Es wird die Ariane gediscardet mit Chikat, um eine Trap aus dem Deck zu setzen. Das heißt, wir dürfen uns hier einen Big Welcome widersetzen oder einen Welcome. Es bleibt spannend. Aber hier ist Swordsoul an der Stelle natürlich diesmal das Blackout Alive.
weil das Blackout muss kein Synchro-Monster tributieren, also kein Würm-Synchro-Monster, sondern irgendeins. Und der Long liegt hier sehr gut, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch die Möglichkeit, zwei Karten zu zerstören. Wenn natürlich der Labyrinth-Spieler jetzt nur auf eine Karte endet, dann sieht das ganz anders aus, aber ich weiß nicht, ob ein Welcome reichen wird. Es kommt die Uhr, das heißt, das Welcome ist diese Runde live, falls wir noch ein Labyrinth-Monster rausbekommen sollten, weil die Uhr natürlich erst triggert, wenn wir den... Oh, der Cosmic Cyclone ist set. Eine Karte, in die reingezogen wurde, mit Tactics. Das heißt, das Welcome wird hier direkt ge-Cosmic Cycled. Wir haben hier direkt ein Banish. Das heißt, bevor hier eine Lady angechained werden kann oder irgendwas dergleichen, noch ein Monster aufs Board gezaubert werden kann, wird das Welcome hier weggebanished. Insane auf jeden Fall. Die Lady war hier auf der Hand. Das heißt, sie kommt hinterher. Extrem, extrem, extrem. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr clean gespielt. Hier kommt der Big Welcome und der Lava Golem wird gebounced. Interessant. Das heißt, wir können hier das Board des Gegners wieder tributieren. Das sieht nach einem Ressourcen-Game aus vom Feinsten. Sowas gefällt uns doch, liebe Leute. Swordsoul und Labyrinth versuchen sich gegenseitig hier die Ressourcen rauszuziehen. Sehr, sehr insane. Und hier haben wir natürlich wieder die Trigger-Effekte von Shekhar, weil durch Big Welcome ein Monster das Spielfeld verlassen hat, nämlich der Lava Golem, weil die sagt Fallen Effekt. Das heißt, der Shekhar kommt hier an der Stelle wieder aufs Feld. Und hier kommt On Res das Blackout. Wir poppen die beiden Karten, bevor eine Fallenkarte das Spielfeld Set betritt, weil dann ist die Lovely quasi immun durch Destruction und wir ballern hier den Shekhar und die Silver weg mit Blackout. Jetzt sieht es hier so aus, als hätten wir überhaupt keine Handkarten mehr und der Labyrinth-Spieler hat ja an der Stelle auch keine Plays mehr. Aber die Enforcer-Teile sind im Grave. Wir müssen jetzt nur irgendwie die Hand leer kriegen, dann haben wir hier die Möglichkeit zu spielen. Darauf kommt die Ash auf ein Draw 2, auf Pot of Greed kommt die Ash. Wir haben jetzt aber hier die Möglichkeit noch in Link 1 Place zu gehen, auf jeden Fall sehr, sehr amazing. Hier kommt der Mönch der Tengis. So, liebe Leute, wir hatten ein paar technische Probleme, deswegen wurde hier einmal kurz vorgespurt. Mussten hier die Kamera noch einmal wieder neu resetten. Es wurde hier mit dem Licht-Tenji, der Air-Tenji rausgespecialt. Wir gehen hier in den zweiten Mönch. Der Air-Tenji, also Adara, recycelt unseren Light-Tenji wieder, dass wir hier quasi für den Schamanen-Play gehen können, um hier quasi unser Board zu zaubern. Es werden hier zwei Mönche weggelegt für die Schamanen. Das Problem natürlich ist jetzt, dass wir durch die Schamanen keine Effekte haben, außer natürlich von unseren Tenji-Monstern. Wird hier nochmal gelesen an der Stelle. Das heißt, hier wird wieder unser Light Tenji gediscardet, um wahrscheinlich unseren Chi Chao zu rebornen. Das heißt, wir haben hier zumindest wieder unser Negation Boss Monster auf dem Board, was sehr gut ist in der nächsten Runde. Und haben hier die Möglichkeit, quasi einmal zu attacken mit Schamanen und dann für den Chi Chao zu gehen. Beides hier mit den Ressourcen komplett am Limit. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cleanes Spiel. Ich denke, Swordsoul könnte hier das Game 2 holen. Der Lava Golem könnte jetzt natürlich gefährlich werden, aber Labyrinth entscheidet sich hier zu scoopen. Das heißt, wir gehen hier wieder in den Siding-Prozess rein und wir gehen in Game 3. Karten wie Kraftvoller Virus sind drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut gegen Swordsoul ist. Und natürlich Anti-Spell. Auf jeden Fall wird es sehr interessant. Hier wird gestartet mit Normal Summon Ariane. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, uns irgendeine Archetype-Karte zu suchen. Jetzt wird hier nochmal die Hand gecheckt. Was fehlt uns für krasse Plays? Hier wird sich Kuckuck so gesucht für Turn Zero Play auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Oder natürlich, um den Ausrottungsvirus in der Runde des Gegners alive zu machen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, hier die Lady aufs Board zu kommen, und da kommt sie, die Lady. Das heißt, wir haben hier gefühlt den FDK für den Swordsoul-Spieler, wenn der Labyrinth-Spieler sich für den Weg des Ressourcenloops entscheidet. Wir haben hier Blitzstürme, zwei Stück auf der Hand für den Swordsoul-Spieler. In der Draw-Phase kommt eine D-Barrier.
Und es wird die Lady angechained, als ob das nicht reicht, dass der Swordsword-Spieler jetzt keine Synchro-Beschwörungen durchführen kann, weil hier an der Stelle Synchro gecallt wurde. Nein, es kommt natürlich auch die Silver raus, die hier den Ausrottungsvirus setzt. Und wahrscheinlich kommt gleich die Kuckucksuhr und der Ausrottungsvirus hinterher und dann ist der Swordsword-Spieler auf die Summons gelockt. Dann kommt hier der Ausrottungsvirus, tributiert die Lady als Dank dafür, dass sie ihn gerade gesetzt hat. Und es geht hier ein Blitzsturm, ein weiterer Blitzsturm, eine Tactics, unsere Search-Karte auftauchen. Sehr, sehr krass. Und wir haben hier noch Adara und Long in der Hand, was natürlich auf jeden Fall eine Baroness wäre, aber wir sind unter die Barrier. Das heißt, wir haben hier nicht wirklich viele Optionen. Entweder wird sich hier dafür entschieden, eine Wall zu bauen, damit man einen Turn überleben kann, oder es wird direkt von der Hand aktiviert. Es kommt Adara into Mönch. Und das soll es gewesen sein. Dann kommt der Labyrinth-Spieler und ich denke, hier wird absolut vorbei sein. Wenn eine Spell getopdeckt würde, geht die sofort weg und wir haben hier keine Möglichkeit, wieder in die Place zu kommen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Hier geht der Mönch. Es wird hier gepasst. Es wird eine Ash getopdeckt, das heißt, man hat hier keine Place. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass Labyrinth hier das Game in der Tasche hat. Wir haben hier zwar nicht die Möglichkeit, mit Big Welcome die Ariane wieder zu bounce und wieder hinterher zu normeln, aber Swordsoul ist hier komplett raus. Es muss erstmal ein Würmmonster getoppt werden und an der Stelle hier wird gescoopt. Es ist noch eine zweite D-Barrier-Set gewesen, also der Top-Deck wäre komplett irrelevant gewesen. Auf jeden Fall sehr, sehr amazing. Sehr, sehr schönes Duell und damit hat Labyrinth dieses Match für sich entschieden. Das heißt, es steht 2-1 für Labyrinth und Labyrinth ist damit im Metacup weiter und Swordsoul ist raus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.